Seid willkommen zurück zum Maxer, ihr gütigen Menschen, oh. Keine Herausforderer? Ah, by the way, wo ist denn deine wo ist deine Tochter? Hieß es nicht, ich soll deine Tochter fragen, wenn ich irgendwas brauche? Ich brauche ein warmes Bett. Dann gehe ich halt raus. Ja, auf jeden Fall, beim letzten Mal haben wir gut Geld geholt. So, Verschlingervertrag. Direkt ein paar Verträge einkassieren hier. Drei Basilisken heute. Okay, dann gehe ich mal zu Alina. Aline, 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 Aline. Ich muss hier raus. Ja gut, aber die Gegend ist nicht ganz so schlimm zu laufen wie der Sumpf. Im Sumpf war es viel schlimmer, irgendwo hinzukommen. So, hier muss ich mit Alina reden, ich muss hier mit Alvin reden, passt also alles. Wo ist Alvin? Warum sucht ihr mich? Weil ich bumsen. Ich suche nach Alvin. Wenn er nicht im Dorf ist, seht in den nahegelegenen romantischen Ruinen nach. Danke. Es ist Nacht 3:30. Und du dumme Kuh sollst dich nicht hinlegen, du sollst mit mir reden. Bis der Dialog ausgeschöpft ist. Ich habe Julian und Selina zusammen gesehen. Aber grämt euch nicht. Selina verzehrte sich nach Aufmerksamkeit. Julian schien jedoch wenig Interesse zu haben. Selina kann unerträglich sein, aber sie ändert sich gewiss, wenn sie heiratet. Und Julian liebt mich. Daran kann nichts etwas ändern. Ich wollte nur wissen, ob Julian wohl auf ist. Aber er soll nicht denken, ich würde mir Sorgen machen. Hab Dank, Hexer. Pah. Frauen. Nicht hinlegen. Wenn du dich nochmal hinlegst, bevor ich fertig mit dir bin, steig ich mit zu dir ins Bett. Warum sucht ihr mich? Hat sich Alvin seltsam verhalten? Er hat mir schreckliche Geschichten erzählt. Ich dachte, er wäre im Fieberwahn. Was hat er gesagt? Etwas über Gespenster, die unerfüllter Liebe wegen ewiglich leiden müssen. Es war so... romantisch, ich weiß. Ich werde mit ihm reden. Warum sucht ihr mich? Ach ja, jetzt willst du weiter mit mir reden, wa? Blöde Kuh. Echt, diese Frau nervt mich. Beziehungsweise allgemein NPCs, die sich so verhalten. Was bist denn du für eine alte Hexe? Hm. So, da muss ich hier geradeaus und raus. Wow. Das ist Teufelswerk. Grüße, Hexer. Ich bin der Teufel. Muss ich da hier rumgehen oder muss ich da jetzt die Straße runtergehen? Fragen über Fragen im Leben eines Hexers. Ja, da ist einfach nur so ein Map-Einzug. Also wenn ich hier vorne nicht zu Alvin komme, dann gehe ich erstmal zur Najada wieder raus und frag die an.
Ich glaube, ich komme hier hoch zu Alvin. Da vorne ist ein Zockergespenst. Geralt von Riva persönlich. Ihr seid berühmt in der Gespensterwelt. Alvin, geh da weg. Herbeigerufene Gespenster können sehr gefährlich sein. Ich wollte nur die Macht anwenden, wie Triss. Normalerweise bin ich freundlich, aber in letzter Zeit etwas einsam. Ich möchte, dass Alvin mir beim Würfeln Gesellschaft leistet. Hm? Er ist ein kluger Junge. Lasst ihn in Ruhe. Also eine klassische Lösung. Wir spielen um ihn. Der Verlierer überlässt dem anderen den Jungen. Finde ich gut. Ihr habt keine Chance. Selbstsicher. Trefflich. Ich will nicht. Ich habe nicht gespeichert, deswegen riskiere ich nichts. Ich bleib so niedrig. Da ist die 4. Tja, Alvin, du musst jetzt mit dem Gespenst spielen. Schade. Na, kriegst du dich ein Spiel. Warum kämpfe ich eigentlich um den Jungen? Ich meine, ich mag Alvin eh nicht. Ihr habt nicht gerettet. Ich hatte solche Angst. Alles wird gut. Ich weiß. Was hat dich zu diesen Ruinen gelockt? Der Einsiedler hat was von Magie gesagt. Triss hat gesagt, eines Tages lerne ich, wie man Zauber wirkt. Ich mag Magie. Glück ist nie von Dauer. Ich hatte kein Recht, Alvin so in Gefahr zu bringen. Die Salamandra wissen nicht, was Gnade ist. Sie machen vor nichts Halt. Ich bin nicht zum Vater geschaffen. Ich bin ein Hexer. Manchmal bedauere ich das. Ich vermisse die beiden. Ich vermisse sie. Ja, die beiden ist zu viel gesagt. Alvin kann man nicht vermissen. Der ist ein blödes Scheißgehör. Ich hasse Alvin, wirklich. Ich habe ein Geschenk für dich. Gefällt dir diese Demeritum-Kette? Halsketten sind was für Mädchen. Die hier vertreibt deine Albträume. Ich trage auch eine. Ein Amulett wie eures. Möchtest du bei Alina und Julian leben? Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt, ich soll dir suchen helfen. Aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Möchtet ihr denn wirklich bei gewöhnlichen Leuten leben? Hexer sind doch dafür da, um solche Leute zu beschützen. Einfache, schutzlose, gewöhnliche. Legt die Halskette an. Dolne, schaut mir in die Augen und erblickt euren Tod. Ich muss mir das nicht anhören. Ihr seid nicht einmal ein Mensch. Alvin. Begreift ihr jetzt die Notwendigkeit dieses Tuns? Ganz gleich, wie hoch der Preis ist? Geralt, öffnet euren Geist. Geralt,
Kill das blöde Scheißgör. Die Knochen scheinen versteinert zu sein. Da lang geht's zum Ufer. Natürlich ist irgendwie wieder abgerüstet. Und die Kamera hat gerade richtig Spaß. Gott, mir wird schlecht. Der hat mir aber auch ein bisschen eingeschenkt, ne? Da ist eine Leiche. Was haben wir hier? Ein bisschen Plunder. Glaube ich, ja, ich habe auch Essen aufgenommen. Das ist gut. Dann kann ich mal ein bisschen was futtern und mich dabei dadurch heilen. Warte mal. Das Ufer ist im Norden. Ach du Kacke. Seid gegrüßt. Hier kommt ihr nicht weiter. Die Brücke wurde zerstört. Sie sieht nicht unpassierbar aus. Da drüben sind nur Wälder und Wiesen. Danke für die Warnung. Braucht ihr einen Hexer? Ihr seid ein Hexer? Ja. Herr... Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit zu geraten. Ihr allein könnt helfen. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an. Mich, einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss. Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben mir verbunden. Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Griggs. Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Abgemacht. Besucht das alte Weib im Dorf. Doch seht euch vor, sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Griggs vertreibt. Na gut. Pat. Pat, Pat. Seid gegrüßt, Herr. Lasst das Herr sein. Ich bin Geralt. Es ist mir eine Ehre, Herr... Geralt. Wie gut könnt ihr mit dem Bogen umgehen? Ich bin der Beste im Dorf. Ich treffe einen Apfel auf 50 Schritte. Schön. Ja? Unbewegliches Tier. Wollt ihr nicht wie euer Vater Baumeister werden? Eigentlich nicht. Seit mein Vater die Hütte umgebaut hat, schließen die Türen nicht mehr. Sogar die Katze fürchtet sich davor, die Treppe zu benutzen. Und wenn es regnet... Ich verstehe schon. Außerdem bevorzuge ich das Bogenschießen. Eines Tages nehme ich am Turnier in Vizima teil. Viel Glück. Ja? Lebt wohl. Lebt wohl. So, und jetzt heißt es... Was ist denn Han? Was seid ihr? Schreiner Griggs. Die kleine Kapelle einer Gottheit. Wer hält hier Andacht? Vierblättriges Kleeblatt. Komm, kann ich das direkt hier Maurer Hahn geben? Oh, was ist denn mit der Kamera hier los, sage mal? Die spinnt halt vollkommen. Herr. Wo kann ich diese Hexe finden? Nochmal, wenn ich in dir In einer kleinen Hütte bei der Taverne.
Sie verrät euch, wie man Grix verjagt. Ich würde ja selbst gehen, aber sie hat den bösen Blick. Warum denkt ihr, dass die Grix eure Störenfriede sind? Ich habe beobachtet, wie Grix um die Götterstatue bei der Brücke herumscharwenzelten. Sie betrachten die Brücke als ihr Revier. Wie wäre es, wenn ihr mit ihnen redet? Selbst wenn ich der Nachtdämonen Herr würde, wäre das zwecklos. Grix reden nicht mit Menschen. Geht doch nicht immer weg, ihr scheiß NPCs. Wie lange werden die Arbeiten dauern? Etwa einen Monat, wenn uns die Grix nicht stören. Einen Monat? Wegen ein paar kleiner Risse? Ich repariere die Brücke nicht nur, ich mache sie auch breiter. Die Flussgespenster bekommen die schönste Brücke von ganz Temerien. Ja, nein, das bezweifle ich. Lebt wohl. Also, bist du eigentlich dafür verantwortlich, dass die Brücke kaputt ist, oder was? Ich hab keinen Bock auf einen riesen Tausendfüßer. Warte mal, hier biege ich doch schon wieder falsch ab, oder? Nee. Ja. Und hier sieht man halt wieder mal das Problem, das ich mit diesem Spiel habe. Es ist unheimlich weitläufig. Die Schnellreise ist eigentlich nicht vorhanden. Wir haben ja jetzt keine Portale mehr. Und wir müssen die ganze Zeit von A nach B einmal quer durch die Map rennen. Immer wieder. Verträge, Hitze des Tages. Warte mal. Muss doch sowieso zum Gasthaus. So, guckt euch das an. Ich bin jetzt freihändig. That's it. Und das ist halt dieser große Negativpunkt, den ich an diesem Spiel sehe. Ja, es ist alt. Muss man dazu sagen. Es ist schön, euch zu sehen. Was ist passiert? Alina ging auf den Feldern spazieren und kam nicht wieder. Ich verliere noch den Verstand. Geralt, bitte helft mir. Gut. Ich mache mich auf die Suche nach ihr. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Mein Spiel hat sich gerade... Ja, bei dem Thema, ich speichere mal schnell. Na scheiße, wo ist denn wieder jetzt hingerannt? Geralt? Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich bezahle für jede Basiliskenhaut, die ihr habt. Schuhe aus Reptilienleder sind in Vizima der letzte Schrei, wisst ihr? Ich komme zu euch. Sputet euch. Lebt. Okay. Auf den Feldern suchen. Ein Jammer. Das heißt, hier einmal raus. Meine Güte. Ich glaube, da hinten. Ja, hier? Nee, hier. In die Richtung. Ja, voll, euch geht's noch gut, wa? Straße zu den Feldern. Noch. Hey Geralt, diese Felder sind ein toller Spielplatz. Hast du die Halskette? Ich trage sie ständig. Hast du immer noch Albträume? Wenn ich tagsüber ein Nickerchen mache, dann nicht. Aber nachts, da habe ich seltsame Träume. Du musst mir nichts darüber erzählen. Ich träume von Alina. Ich sehe sie auf den Feldern. Sie tanzt suchend im Sonnenschein. Sie sagt, ich soll dir suchen helfen. Aber ich weiß, dass wir nichts finden. Wenn ich aufwache, kriege ich keine Luft und fühle mich schlecht. Das sind nur Albträume, Alvin. Ja,
Es ist leider immer noch nicht interessanter, weil die Geschichte hast du mir gerade schon erzählt. Was wurde mir gesagt? Deutet darauf hin, dass ich Alina bei Tageslicht suchen sollte. Ja, finde ich ja sehr gut. Gut, aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.